In diesem Video zeigen wir dir, wie du bei deinem Nokia 7.2 die Vodafone-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte einlegst. Du findest den Kartensteckplatz auf der linken Seite des Gehäuses. Nimm den Auswurfstift für die SIM-Kartenhalterung aus der Verpackung. Steck ihn dann in die kleine Öffnung im Kartenhalter. Einfach leicht drücken und die Halterung wird ausgeworfen. Nimm sie jetzt aus dem Steckplatz. Die Kartenhalterung hat links Platz für eine Micro-SD-Karte. Leg deine Nano-SIM-Karte in der Mitte auf die Halterung. Die goldenen Kontakte zeigen nach hinten und die abgeschrägte Ecke nach rechts. Ganz rechts in der Halterung ist Platz für eine zweite SIM-Karte. Weitere Infos dazu gibt's in unserem Video zur SIM-Kartenverwaltung. Schieb jetzt den Kartenhalter zurück in den Steckplatz. Schalte dein Smartphone danach ein und warte, bis es hochgefahren ist. Entsperre dann die SIM-Karte mit der PIN. Viel Spaß mit deinem neuen Nokia 7.2, dein Vodafone-Team.